Herzlich willkommen zur Gesprächssendung Drei kluge Köpfe. Meine Damen und Herren, Opel ist viel mehr als nur ein Automobilunternehmen. Opel ist eine Traditionsmarke, Opel war oft genug leider ein Sorgenkind und Opel ist auch für viele eine Art Identifikationsobjekt, nämlich für alle, die sich gerne daran erinnern, wie die Eltern nach dem Krieg vielleicht das erste Auto kauften, ein Opel Kadett, ein Opel Kapitän oder wie im Falle der Familie von Herrn Lückemeyer sogar ein Opel Admiral. Aber nicht über Opel von gestern wollen wir reden, sondern über Opel von heute. Und wir freuen uns sehr, dass der Opel-Chef Karl Thomas Neumann heute unser Gast ist. Herzlich willkommen. Danke sehr. Herr Dr. Neumann, was fahren Sie eigentlich für ein Auto? Ja, natürlich ein Opel. Ein Opel Insignia Sportstourer, der mit, natürlich mit dem entsprechenden Motor. Mit wie viel PS? Mit 280 PS. Okay. Keine Sehnsucht nach einer S-Klasse oder? Nee, das wirklich nicht. Ich meine, wir haben in unserem Portfolio mittlerweile so tolle Autos. Das musste ich aber selber auch erstmal feststellen, weil das ist eine der interessanten Beobachtungen, als mir ja vor gut 2 Jahren diese Aufgabe angeboten wurde. Da musste ich wirklich erstmal, was baut Opel eigentlich für Autos, obwohl ich ja seit Jahren in der Autobranche tätig bin. Und das war auch gleich dann meine erste Beobachtung. Anscheinend schaut man gar nicht mehr hin, habe ich bei mir selber also festgestellt. Und dann bin ich, schon bevor ich angefangen habe, bin ich die Autos Probe gefahren und war völlig begeistert. Ja, da gab es gerade, der Cascada war gerade neu, ja, aber auch wenn Sie mit einem Astra GTC irgendwo hinfahren, da sagen die Leute, mein Gott, was ist das denn für ein tolles Auto, das sieht ja fantastisch aus. Okay, gut. Opel geht es besser, aber also zum Beispiel der neue Kleinwagen Adam und Mokka, die laufen gut. Aber Sie haben die Verluste zwar verringert, aber Sie machen noch immer Verluste. Wann wird Opel profitabel sein? Ja, wir haben einen klaren Plan. Wir haben uns ein Ziel gesetzt. Wir wollen bis Mitte des Jahrzehnts wieder profitabel sein. Also bis Mitte des Jahrzehnts ist in einem Jahr. Das ist spätestens 2016. Mhm. Und wichtig ist aber, dass dahinter eine Mechanik liegt. Das heißt, wir haben einen finanziellen Plan, wie das funktionieren kann. Und das werde ich natürlich oft gefragt, wie kann das denn funktionieren? Ja. Und da gibt es eigentlich 2 entscheidende Säulen, auf denen das steht. Das eine ist Wachstum, das Produkt und die Marke und dort zu investieren. Und das andere ist natürlich auch Kosten zu reduzieren, zu sparen, Einschnitte auch vorzunehmen. Mhm. Und aber nicht das Sparen sozusagen ist über Jahrzehnte ja jetzt sozusagen eine Kernkompetenz von Opel gewesen. Ja, immer reduzieren und immer weniger, immer kleiner. Und das ist auch wichtig, sozusagen auch hier Fortschritte zu machen. Aber noch wichtiger ist es auch wieder anzugreifen und wieder zu investieren. Und das war eigentlich das Entscheidende, was wir jetzt vor 1,5 Jahren gemacht haben, dass wir im Schulterschluss mit unserer Mutter General Motors diese Strategie verabschiedet haben und dass diese Strategie eben vorsieht, dass 4 Milliarden Euro in die neuen Produkte bei Opel investiert werden. Mhm. Und dass damit eine Produktoffensive gestartet wird bei Opel, wie es sie lange, lange nicht gegeben hat. Und das betrifft nicht nur, dass wir neue Fahrzeuge ausbringen. Sie haben den Adam genannt, wir haben einen neuen Insignia gemacht, wir haben den Cascada, der gerade neu war, als ich kam. Aber wir haben mit dem Mokka einen Riesenerfolg gelandet, weil wir damit in dem Segment ganz kleine Geländewagen als erster Europäer überhaupt vertreten sind. Und wir haben, was wir jetzt gerade in Paris vorgestellt haben, Anfang des Monats, unseren neuen Corsa jetzt rausgebracht. Und das geht jetzt jedes Jahr so weiter, sodass wir also 17 neue Autos in den nächsten Jahren und 27 neue Motoren herausbringen werden. Mhm. Also eigentlich alles komplett nochmal erneuern. Stichwort Adam und Mokka, wer erfindet eigentlich diese Namen? Ja, Namen waren ja gerade ein großes Thema bei uns mit unserem neuen Namen Karl. Mhm. Es gibt eine Namenskommission, also das ist ein richtiger Prozess, wie Namen generiert werden. Bei diesem, am Ende entscheidet natürlich dann der Vorstand. Es werden verschiedene Vorschläge gemacht. Ein Name muss ja immer geprüft werden. Funktioniert ein Name auch in ganz Europa oder in allen Märkten, wo das Auto verkauft werden soll? Ist der Name auch rechtlich? Wie ist die Schutzrechtssituation?
Aber am Ende ist es natürlich auch eine Bauchentscheidung, was ist jetzt der richtige Name. Nochmal Stichwort Sparen. Am Jahresende wird das Werk in Bochum geschlossen. Damit endet dort nach 50 Jahren auch eine Tradition. Nützt das dem Standort Rüsselsheim, so gefühllos das vielleicht klingen mag, oder hat das eine mit dem anderen nichts zu tun? Das hat indirekt was miteinander zu tun. Es geht um Opel. Es geht darum, ein Unternehmen mit 150 Jahren Geschichte, mit der Verantwortung für immer noch über 35.000 Menschen in Europa, davon über 20.000 in Deutschland, denen eine Zukunft zu geben. Und das möglichst für alle. Jetzt ist es aber so, dass wir insgesamt massive Überkapazitäten hatten oder haben. Und das schon ein Teil der Strategie auch war, also diese Kapazitäten müssen gefüllt sein. Sie können nicht mit, wenn Sie Werke haben in ganz Europa, die in der Regel einschichtig laufen, wo also die Investitionen überhaupt nicht ausgenutzt sind. Das kann nicht funktionieren. Und ein Teil der Strategie, sozusagen diese Kapazitäten anzupassen, war, Bochum zu schließen. Das ist eine extrem schwierige Entscheidung. Bochum ist ja ein Werk mit viel Geschichte, was über die Jahre ja eigentlich auch immer kleiner geworden ist. Und am Ende haben wir die Entscheidung so getroffen, dass Bochum das richtige Werk ist, um was geschlossen werden sollte, dass wir dort den größten Effekt erzielen können in finanzieller Hinsicht und dass die richtige Entscheidung ist. Und insofern betrifft es auch die anderen Standorte, weil es unsere gesamte Kostenposition verbessert und uns wieder eine Perspektive gibt. Wir haben aber mehr als das gemacht, weil früher war wirklich immer nur Reduzierung und Schließung. Und was ich ganz schockierend fand, es gibt eine Kurve, wo Sie den Marktanteil von Opel sehen können, über die letzten 20 Jahre, der fiel ja jetzt immer nur. Und wo Sie darüber legen, mal die Zahl der Mitarbeiter. Und das ist eine deckungsgleiche Kurve. Ja? Mhm. Und wir könnten hier so weitermachen. Mhm. Das wollen wir aber nicht, sondern wir machen ja viel mehr. Wir haben zum Beispiel eine ganz wichtige Entscheidung war, dass wir den Mokka, der ja jetzt so ein Erfolg war, dieser kleine Geländewagen, dass wir den importieren wir, oder haben wir bis jetzt aus Korea importiert. Und den haben wir jetzt gerade in Saragossa in Spanien industrialisiert. Das heißt, der wird ab jetzt dort gefertigt. Gerade haben wir die Produktion gestartet. Und das füllt natürlich dann wieder ein Werk in Spanien. Mhm. Und so versuchen wir in ganz Europa unsere Kapazitäten zu füllen, indem wir einerseits Kapazität reduzieren, das ist das Beispiel Bochum, Produkte, die in Europa verkauft werden, aber nicht in Europa gebaut werden, auch in Europa zu produzieren und Wachstum zu kreieren. Und Wachstum zu kreieren, da haben wir ja unsere ersten deutlichen Erfolge. Letztes Jahr, und das war das große Ziel für letztes Jahr, haben wir es zum ersten Mal geschafft, seit 14 Jahren, dass Opel keinen Marktanteil verliert, sondern dass Opel wieder Marktanteil gewinnen kann in einem schwierigen Markt Europa. Sie sind der 17. Vorstandsvorsitzende seit den 70er Jahren, der 6. seit 2009, also im Schnitt alle 2 bis 3 Jahre ein neuer. Tut das einem Unternehmen gut, so viel Wechsel an der Spitze? Ja, das hätte ich jetzt gar nicht sagen können, dass es schon 17 sind. Aber das tut natürlich keinem Unternehmen gut. Und das zeigt ja auch, in was für Turbulenzen Opel sich befunden hat. Und das braucht man ja auch gar keinen daran erinnern, was da in den letzten Jahren durch die Medien gegangen ist. Und mir ist es, also mein Ziel ist hier, deutlich länger bei Opel zu bleiben. Ich glaube auch, dass das gelingen wird, weil ich wäre nicht gekommen, wenn ich nicht das klare Verständnis mit unserer Mutter in Detroit erreicht hätte, dass Opel wieder nach vorne gebracht werden soll, dass Opel ein wichtiger Teil der Strategie von General Motors ist, dass ein General Motors in Europa nicht also ohne Europa nicht vorstellbar wäre und dass auch Europa ohne Opel nicht vorstellbar wäre für General Motors. Und Sie sehen es ja auch, ich meine, wir haben ja wirklich ganz konsequente Schritte, die vor Jahren undenkbar gewesen wären, dass wir die Marke Chevrolet aus Europa rausgenommen haben, um damit auch wieder einen freien Weg auch für Opel zu haben. Mhm. Weil da hat es ja einige Konfusionen über Produkte gegeben und wir haben uns selbst Wettbewerb gemacht, den kein Mensch braucht. Mhm. Und das ist eine viel klarere Linie jetzt. Und ich glaube, zusammen mit den Investitionen, zusammen mit einem ganz neuen Management-Team, also all den Veränderungen, die wir gemacht haben, sind wir jetzt auf einem völlig anderen Weg, als wir noch vor 2, 3 Jahren waren. Mhm. Herr Dr. Neumann, von der neuen GM-Lenkerin Mary Barra ist der Satz überliefert, der Konzern solle aufhören, Entschuldigung, beschissene Autos zu bauen. Drastisch, ungerecht,
Ich glaube, betrifft das Opel? Nein, also sie wollte natürlich ein sehr drastisches Statement machen. Mhm. Sie hat es ja auch gemacht im Kontext der Rückrufe, die wir in Nordamerika hatten, die natürlich eine große Belastung für das Unternehmen sind, waren. Wir in Opel haben diese Probleme nicht, aber die Autoindustrie ist natürlich eine Industrie, wo es absolut wichtig ist, sich jeden Tag wieder klarzumachen, wenn die Qualität nicht stimmt, wenn die Produkte nicht top sind, dann ist alles andere, was wir machen, alles, worüber wir hier heute reden, wird dann nicht funktionieren. Und wird das in Amerika anerkannt, dass Opel Qualität baut? Das wird anerkannt und das sehen Sie auch daran, unsere Autos werden ja mittlerweile weltweit entwickelt. Mhm. Und das Entwicklungszentrum in Rüsselsheim hat über 6.000 Ingenieure. Dort wird gerade wieder investiert. Wir bauen dort ein neues Prüfzentrum für Motoren. Da werden 230 Millionen investiert und hunderte von neuen Mitarbeitern eingestellt, weil dieses eines von drei Entwicklungszentren im General Motors Konzern ist. Eins sitzt in Detroit, eins in Korea und das dritte, das zweitgrößte, ist hier. Mhm. Wie ist das mit einer Frau an der Spitze eines Automobilkonzerns? Gut. Ja, also ich finde das toll. Ich finde sowieso, ich habe ja nun schon in einigen Unternehmen gearbeitet und ich muss sagen, dass bei General Motors eine der Dinge, die mich sehr beeindrucken, ist, wie viele Frauen in wirklich starken Top-Positionen sind, oder wirklich starke Frauen. Da sieht man ganz genau, das sind keine Quotenfrauen, sondern die sind da, weil sie wirklich was können. Und Mary Barra hat, ich glaube, sie ist seit 34 Jahren im Unternehmen. Die kennt General Motors, die hat von der Fabrikleitung bis zur Leitung der Entwicklung die ganze Firma kennengelernt. Und die versteht, wovon sie redet. Und sie ist eben auch menschlich, bringt sie auch einen ganz neuen Ton rein. Ich arbeite sehr, sehr gern mit ihr. Herr Neumann, es gibt ja einen ziemlich dämlichen, aber immer noch gängigen Spruch, jeder Popel fährt einen Opel. Wie lange dauert es, bis es gelingt, ein solches Image zu drehen? Audi scheint es gelungen zu sein. Ja, das geht nicht schnell. Wie lange es dauert, kann ich Ihnen auch nicht ganz genau sagen. Was ich Ihnen ganz genau sagen kann, ist, wenn man es ändern will, muss man damit anfangen. Und als ich kam, wie gesagt, ich habe bei mir selber festgestellt, ich bin ja nun wirklich ein Automann, ich arbeite seit 35 Jahren in der Industrie, aber ich habe bei Opel nicht mehr hingeschaut. Ich wusste nicht mehr, was für tolle Autos Opel baut. Und das hängt ja nicht mit den Autos zusammen, sondern das hängt mit der Marke zusammen. Und deshalb war mir sofort klar, als ich kam, wir müssen etwas ganz Besonderes für die Marke tun. Also, wenn mir jetzt vielleicht die Werbung nicht gefällt und ich sage, ich möchte lieber mehr rote Autos als blaue haben, das kann es noch nicht sein. Es muss viel mehr sein. Es muss etwas sein, was wirklich an den Kern dieser blöden Sprüche geht und da wirklich in den Menschen im Kopf irgendwas verändert. Und da war mir dann auch klar, das Thema Marketing ist hier extrem wichtig. Und darum haben wir ja auch was gemacht, was vor uns auch noch keiner in der Autoindustrie gemacht hat, nämlich den Vertrieb und das Marketing zu trennen. Und wir haben uns einen absoluten Marketing-Profi geholt, die Tina Müller. Mhm. Und mit ihr haben wir dann diese Ideen entwickelt, wie können wir das machen? Denn sehen Sie, selbst ein Jürgen Klopp, der ja super zu uns passt, vom Typ, von seiner Gewinnermentalität, aber auch mit seinen Ecken und Kanten, finde ich ein Markenbotschafter, der perfekt zu Opel passt. Und die Werbung mit ihm hatte mir auch gefallen. Aber auch er hat nur darüber gesprochen, am Anfang, bevor wir angefangen haben, das Auto parkt toll ein oder das Auto erkennt, wenn der Ball oder das Auto über die Linie ist. Also hat so über die Technik gesprochen und gesagt, guck doch mal, das sind doch tolle Autos. Ja. Und als wir diesen Dreh gefunden haben, ihm in der Business Class mit dem Schlüssel, ach Sie fahren einen Opel, das glaube ich gar nicht sozusagen, das zu machen, da wurde es wirklich viel, viel besser. Und plötzlich ist diese Fernsehwerbung mit dem Insignia in der Business Class, die Überraschung in der Business Class, die meist wahrgenommene Werbung überhaupt in Deutschland, ohne dass wir auch nur um einen Euro unser Marketingbudget erhöht hätten. Weil plötzlich merken die Menschen, Mensch, die nehmen sich ja selber nicht so ernst und die reden ja über das, was ich schon die ganze Zeit denke, nämlich Opel, die haben bestimmt tolle Autos, aber ich kann keine Opel kaufen. Mhm. Und wir fragen jetzt, warum kannst du auch nicht keine Opel kaufen? Guck doch mal hin. Und wir geben ja auch all den Opel-Fahrern damit auch wieder ein Selbstbewusstsein. Mhm. Und übrigens auch uns selber. Ja, auch den Mitarbeitern, die ja auch ständig nur gehört haben, ach du liebe Bitte, du arbeitest bei Opel, ja, wie lange hast du denn eigentlich noch einen Job? Ja, und warum machst du das eigentlich? Mhm.
Und dieser Stolz, der da aber drin ist, in 150 Jahre Tradition und all diese, Sie haben ja auch schon gerade vom Admiral gesprochen und vom Kadett, da leuchten einem ja die Augen. Und dieses Leuchten, das wieder zu kriegen und auf diese Tradition, diese Erinnerung aufzubauen und aus dieser Vergangenheit das Moderne wieder sichtbar zu machen, das haben wir uns vorgenommen. Und das machen wir mit, letztlich kann man diese Claim umparken im Kopf. Genau. Ja. Als die Agentur damit kam, haben wir alle gesagt, wow, das ist es, ja, das ist ja perfekt. Wir möchten, dass Sie umparken im Kopf, wir müssen natürlich auch umparken. Wir müssen als Management umparken, wir haben die Firma ja offensichtlich schlecht gemanagt in der Vergangenheit, das müssen wir anders machen. Den Schulterschluss mit Detroit suchen, den Schulterschluss mit den Arbeitnehmervertretern suchen. Ja. Nicht alles im Eklat enden lassen, sondern Lösungen finden, ja. Ruhig das Ding steuern. Ja. Und aber auch unsere Mitarbeiter müssen umparken. Denn man gewöhnt sich ja leider auch ans Verlieren. Und wenn man 15 Jahre lang Marktanteil verloren hat, warum? Da brauche ich ja keine lange Erklärung, warum das im 16. Jahr auch so ist. Mhm. Aber endlich wieder angreifen wollen und daran glauben, dass man es auch schaffen kann. Mhm. Unsere Händler müssen umparken. Ja, dass sie wieder ganz anders auf den Kunden zugehen. Mhm. Ja. Sie selbst haben ja auch ein paar Mal umgeparkt. Sie waren bei VW, dann bei Conti, dann wieder bei VW und jetzt bei Opel. Unter anderem, oder sagen Sie erst vielleicht mal, was unterscheidet im Innersten ein Unternehmen wie VW von dem wie Opel? Also, ich habe festgestellt, Gott sei Dank habe ich immer in starken Unternehmen gearbeitet, die auch starke Kulturen haben. Das zeichnet für mich auch ein gutes Unternehmen aus, dass es da wirklich eine Kultur gibt, etwas, an das man glaubt. Und das ist natürlich auch bei all diesen Unternehmen so, dass es auch auf einer langen historischen Basis machen. Das heißt, da gibt es etwas, auf das man sich beziehen kann und das man weiterentwickeln kann. Und da muss ich ehrlich sagen, das finde ich ganz natürlich eindeutig, gibt es das bei VW, es gibt es aber ebenso eindeutig auch bei General Motors und bei Opel ganz besonders, eben mit der langen Historie. Welche Rolle spielt der Patriarch bei VW, Piëch? Ja, ich möchte natürlich jetzt ungern so viel über VW reden, aber das weiß ja jeder, dass er eine starke Rolle spielt und dass es auch ganz wichtig ist, eben vielleicht, um es mal generell zu formulieren, dass man im Unternehmen visionäre Persönlichkeiten hat, die auch die an etwas glauben, die sichtbar sind und die dann auch manchmal vielleicht auch ohne einen wasserdichten Business Case, wie man heute so neudeutsch sagt, auch mal etwas machen. Ja. Sie waren für VW in China. Was ist anders an diesem chinesischen Markt als an unserem? Ja, China alles wahrscheinlich. Alles, ja. China befindet sich in einer ganz anderen Phase. Ich habe dort zum ersten Mal verstanden, wenn Sie in China leben, wenn Sie dort jemanden fragen, wie wird die Zukunft sein und wie wird die Zukunft deiner Kinder sein, dann sagt er, die wird großartig sein. Weil es geht uns immer besser, die Kinder können jetzt ausgebildet werden, wir haben einen anderen Lebensstandard, wir können uns jetzt ein Auto leisten. Und wenn ich mit meinem Vater darüber rede, dann erzählt er mir, das war bei uns nach dem Zweiten Weltkrieg ganz genauso. Für meine Generation ist das manchmal ein bisschen schwierig zu verstehen. Ja? Da ist oft so mehr der Zweifel überwiegt und das Erhalten dessen, was man erreicht hat, ist schon sehr gut. Ja? Und das ist eine ganz andere Stimmung natürlich, wenn Sie diese Aufbruchstimmung haben. Und diese Aufbruchstimmung, die spüren wir natürlich auch im Automobilmarkt. Ja? Und das ist der am stärksten wachsende Markt der Welt und dann noch der größte jetzt. Und insofern ist das natürlich der Traum eines jeden Automobilmanagers. Und Ihr persönliches Leben in China angenehm oder verwirrend? Oder? Ja, wir fanden es sehr, sehr schön, sehr angenehm. Wir waren eigentlich traurig, dass wir schon zurückgehen sollten, weil erstens also diese positive Stimmung uns gefallen hat, weil wir uns eingelassen haben. Ich laufe zum Beispiel sehr gerne und Sie können in Peking nicht jeden Tag draußen laufen, dann können Sie nicht mehr atmen irgendwann. Also musste ich auf dem Laufband laufen, was gar nicht so meine Sache ist. Und die Kinder konnten im Kindergarten auch nicht bei jedem Wetter rausgehen. Und das ist ein ganz anderes Leben natürlich. Aber das muss man eben auch am Ende auch akzeptieren. Das ist nicht so gut, aber es gibt auch vieles, was ganz toll ist. Ja, wie Ihre beiden Jungs können jedenfalls perfekt mit Stäbchen essen, vermutlich. Das können sie, ja. Also, Sie selber sind am 1. April zur Welt gekommen. Mussten Sie sich als Junge deswegen oft Sprüche anhören? Ja, andauernd. Ihr Schuhband ist übrigens auf. Ach nee, Sie haben ja keins. Also ständig, ja. Und ich war immer der April-Scherz, aber
Mittlerweile ist es sehr praktisch, weil mein Geburtstag wird eigentlich nicht vergessen. Ihr erstes Auto war ein Opel Kadett, Baujahr 1980 in Orange. Ja, herrlich. Ganz ehrlich, war das Ihr Traumauto oder gab es einfach preiswert damals? Nein, das war sogar mein Traumauto, weil es war so, dass ich mein erstes Geld verdient hatte und zum Studium jetzt mir ein neues Auto kaufen wollte. Mein Vater hat es auch unterstützt, etwas finanziell, und es sollte aber ein neues Auto sein. Das war eine ganz tolle Sache. Und damals war die Wahl zwischen dem Golf und dem Kadett. Und der Kadett hatte auch gerade diese neue Form und wirkte auf mich also unglaublich ansprechend und modern und war das tolle Auto, was ich mir ausgesucht habe. Und daran habe ich mich dann auch erinnert. Mensch, damals war ja der Volkswagen Golf und der Opel Kadett, da musste man überlegen. Ja. Und da wollen wir wieder hin. Herr Dr. Neumann, über Automobilmanager wird gesagt, Sie müssten Benzin im Blut haben. Wäre es denkbar, dass ein Jurist an der Spitze von Opel, von VW, von Daimler reüssieren könnte? Natürlich ist das denkbar. Ich glaube schon diesen etwas ja auch abgedroschenen Spruch. Man muss die Beziehung zum Auto haben. Ich glaube auch, dass ein Ingenieur schon sehr gut geeignet ist. Sie sind Elektroingenieur. Ja. Das ist schon falsch normalerweise, aber das ist aus meiner Sicht ist es auch richtig. Übrigens, Mary Barra ist auch Elektroingenieur, weil das Auto natürlich mehr und mehr auch von Elektronik geprägt wird. Ich glaube, ich will damit nicht sagen, dass ein Jurist oder ein Betriebswirt das nicht kann. Da gibt es auch ganz hervorragende Beispiele. Aber wichtig ist, glaube ich, dass derjenige, der da ganz vorne steht, sich begeistern kann und das Produkt vertreten und vorantreiben kann. Ich frage mich immer, welche Rolle wird das Internet in Autos spielen, sagen wir mal in 10 Jahren, in ganz gängigen Modellen? Haben Sie da eine Vision? Ja, wir fragen uns das auch, ja. Weil das weiß keiner ganz genau. Aber wir wollen da auf jeden Fall eine sehr aktive Rolle einnehmen. Wir werden ja im nächsten Jahr Internet sozusagen in jedes Auto bringen. Wir werden ein, um es technisch auszudrücken, 4G-Interface, also im Grunde ist das ein Telefoninterface, was im Auto sitzt. Und mit dem wir dann ein Wi-Fi, also einen Hotspot im Auto aufbauen können, sodass also alle mobilen Devices, die man ins Auto bringt, dann im Auto. Das heißt praktisch, im Internet betrieben werden. Ich habe ein Display und kann da ins Internet gehen, Börsenkurse abrufen. Naja, zunächst mal bringen Sie mal Ihr iPad mit oder was Sie da haben und können als Beifahrer oder auf den Rücksitzen Filme gucken oder Börsenkurse ab. So ein bisschen. So, ja, das sollten wir natürlich nicht. Und deshalb ist ja die Aufgabe, dass man den Fahrer, der braucht eine besondere Umgebung. Und das haben wir ja gemacht. Wir haben ja gerade unsere ganze Infotainment-Linie erneuert. Und ein schönes Beispiel ist zum Beispiel der Adam. Da kriegen Sie bei uns für 300 Euro ein Gerät, was einen großen Bildschirm hat und wo Sie im Prinzip die Handyfunktionen auf diesem Bildschirm abbilden können. Das heißt, Sie können zum Beispiel Internetradio auf diesem Bildschirm anzeigen und bedienen. Die Intelligenz ist im Handy, aber die Bedienung ist in diesem Bildschirm automobilgerecht. Wir haben die Navigation, die Sie sonst für viel Geld kaufen müssen, auch bei uns sonst, die ist hier im Handy, die kaufen Sie einmal als App für ein paar 10 Euro und dann läuft die auf diesem Bildschirm. Und da ist aus meiner Sicht, da müssen wir alle noch experimentieren, was ist der richtige Weg. Aber das ist offensichtlich sehr gut angekommen, denn das hat Preise gewonnen, bestvernetzter Kleinwagen. Und das kann man sich auch leisten. Ja, insofern glaube ich, das ist eine sehr gute Lösung. Und als nächstes kommt jetzt dazu, dass wir eben diesen Hotspot im Auto aufbauen, sodass also diese Devices dann auch perfekt verbunden sind. Sei es für den Fahrer, für den Beifahrer oder für die Rücksitze. Oder aber auch, wenn solche Navigation oder Internetradio oder Wetterdienste oder was immer Sie haben. Verkehrsinformationen, dass die eben perfekt angebunden sind. Und die ganz spannende Frage ist dann, die wir auch angehen werden, das Auto selber wird auch zum Knoten im Internet. Das heißt, das Auto selbst wird auch zu vernetzt. Wir fangen das nächstes Jahr an mit unserem OnStar-Service. Das heißt, wir können dann, zum Beispiel wenn ein Unfall passiert, wird automatisch ein Notruf ausgelöst und eben über das Internet die Funktion, die Position des Fahrzeugs durchgegeben und dann kommt Hilfe. Wir haben entsprechende Concierge-Services, das heißt, Sie können eine Taste drücken, dann sprechen Sie mit einem Operator und wenn Sie jetzt ein Hotel suchen oder ein Restaurant suchen, dann können Sie Ihre Position durchgeben und dann kann Ihnen zum Beispiel das Navigationsziel zu diesem Restaurant direkt ins Auto hineingeschickt werden. Mhm.
Ist das selbstfahrende Auto Science Fiction oder werden wir das zu unseren Lebzeiten noch erleben? Es ist ein bisschen Science Fiction, aber Sie werden es partiell erleben. Mhm. Ein schönes Beispiel ist der Corsa, den wir gerade vorgestellt haben. Der hat schon jede Menge Funktionen, die Sie in dieser Fahrzeugklasse vor wenigen Jahren für unmöglich gehalten hätten. Also der kann Verkehrszeichen erkennen, der kann die Spur halten, der kann selbst einparken, der kann erkennen, wo der Vordermann ist und automatisch notbremsen. Also der kann Dinge, die man sich vor weniger Zeit noch gar nicht vorstellen kann. Und das kann er natürlich, weil wir diese Assistenzfunktion für die höheren Fahrzeugklassen entwickelt haben und die mittlerweile doch sehr günstig auch in kleine Autos bringen können. Und so wird es werden, es wird zu einem teilautonomen Fahren kommen. Das heißt, wir haben ja gerade zum Beispiel bei GM, werden wir für Cadillac jetzt als unsere herausragende Marke, werden wir ein System auf den Markt bringen, was sich Super Cruise nennt. Und da kann dieses System kann tatsächlich auf der Autobahn voll autonom fahren. Und Sie können also komplett die Hände vom Lenkrad nehmen. Wollen die Deutschen das? Ich glaube schon, dass man es manchmal will. Weil eben haben Sie noch gesagt, Sie wollten die Aktienkurse anschauen, während Sie fahren. Ja? Und auf der anderen Seite wollen Sie jetzt aber fahren. Ich sehe es für mich so. Also wenn ich fahren will, dann fahre ich. Dann drücke ich die Sporttaste und dann habe ich Spaß beim Fahren. Aber es gibt genug Situationen, wo Autofahren jetzt kein so großer Spaß ist und ich von A nach B kommen will. Mhm. Und es ist jetzt nicht so, dass ich das sehe, dass in den nächsten Jahren alle Autos autonom durch die Gegend fahren werden. Das wird noch sehr lange dauern, weil es auch viele rechtliche und Produkthaftungsthemen dabei gibt. Aber es wird so sein, dass Sie in, sagen wir mal, stupid langweiligen Situationen das Auto schon sehr, sehr viel übernehmen wird. Und das fängt ja heute schon an, Sie haben Abstandsradar, der fährt automatisch hinter einem anderen Auto her. Habe ich immer eingeschaltet, wenn ich auf der Autobahn fahre. Mhm. Sie haben dann, dass Sie automatisch die Spur halten können. Der hilft Ihnen. Super Sache, wenn Sie in engen Baustellen oder so sind. Und warum dann nicht in Zukunft auch, dass man das Lenkrad eine Zeit lang loslassen kann? Die Herausforderung ist jetzt, ich kann natürlich nicht zulassen, dass sich derjenige jetzt dann zurückdreht in seinem Sessel und oder einschläft, sondern wir müssen schon sehen, sicherstellen, dass die Aufmerksamkeit des Fahrers noch da ist und in einer kritischeren Situation einzugreifen. Und da gibt es ja heute Systeme, die erwarten, dass sie das Lenkrad festhalten. In Zukunft wird es Systeme geben, die gucken sie halt an und gucken, ist der noch halbwegs aufmerksam und wann muss ich den wieder zurückholen. Herr Dr. Neumann, wir müssen ein bisschen auf die Uhr schauen. Ja. Zwei Fragen. Was ist die wichtigste Anforderung an jemanden wie Sie an der Spitze eines solchen Unternehmens? Ich glaube, Sozialkompetenz ist vielleicht die wichtigste Herausforderung. Die letzte Frage, was haben Sie noch so vor in Ihrem beruflichen Leben? Wo würden Sie gerne nochmal hin? Ja, ich habe jetzt ein ganz, ganz klares Ziel und eigentlich keins darüber hinaus. Das ist wirklich die 150 Jahre alte Firma Opel, zunächst mal wieder profitabel zu machen. Und dann, wir haben unser Ziel, und das ist ja erstmal schon eine ganz lange Zeit, 2022 definiert. Wir wollen wieder der zweitgrößte Pkw-Hersteller in Europa werden. Ein wunderbares Schlusswort. Ja. Vielen und Dank. Das profitabel, das muss ich auch noch sagen. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war eine interessante halbe Stunde mit dem Opel-Chef, der einen der interessantesten Jobs in der deutschen Industrie hat. Auf Wiedersehen.